So, hätten wir dich auch, mein lieber Freund. So, hier liegt ordentlich Munition rum. Das weiß ich nämlich, weil diese süchtigen Leute immer Munition fallen lassen. Und jetzt sind wir wieder hier. Halt mal. Wir sind wieder... Wo sind wir denn eigentlich? Was ist denn hier? Wo ist hier? Ich sage ja, wir sind jetzt wieder hier. Ich habe keinen Plan, wo ich bin. Okay, nehmen wir mal. Halt mal. Ist das nicht diese eine... Welche Tür ist das nochmal? Was ist das für eine Tür? Ich gehe einfach mal lang, ne? Hier geht's runter. Da kam ich aber echt von. Von da kam ich doch. Alter, irgendwas stimmt mit diesem Kerl. Echt überhaupt ganz und gar nicht. Und dieser Raum ist halt wirklich süchtig, muss ich sagen. Aber wenn man weiß, wie man sich zurechtfinden muss, dann war es ganz lustig. Ich fand die Speicherstadt so ein bisschen, you will not survive. Voll mutmachend. So, okay, the door won't budge. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, oder? Ich muss jetzt die Fusions, muss ich finden. Die blöden Sicherungen von dort drüben, aber... Ich hab so... Null Orientierungssinn gerade. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Hm. Jetzt müssen wir überlegen, wo muss ich denn hin? Ich hab die Sicherung. Nachdenken, 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 nachdenken. Wo muss ich damit jetzt hin? Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall in der falschen Station, sag ich mal. Was habe ich jetzt dadurch erreicht? Also, ich kann die Sicherung jetzt schnappen, aber wenn ich mir die Sicherung hole, komme ich dann überhaupt noch zurück? Ich habe den Hammer. Ich kann mir vorstellen, dass durch den Hammer irgendwelche neuen Wege freischalten kann. Ah, ich bin in der Station. Okay, dann ist das Ganze doch weniger problematisch gerade. Da habe ich schon mal ein paar bessere Ansätze, sag ich mal, wo ich lang gehen kann. Und gehe dann mal einfach nochmal hier runter. Worüber diese Kacksicherung. Okay, alles klar. Dann gehen wir hier runter. So, die zwei Sicherungen brauche ich jetzt also. Mitnehmen, mitnehmen. Da liegen die zwei Sicherungen. Die nehme ich mit. Und die kann ich nicht mitnehmen. Sniper ist fast leer, oder? Nehmen wir die auch noch weg. Okay. Hätten wir das schon mal. Die Sachen hier lasse ich erstmal liegen. Ich kann ja nochmal drauf zurückkommen später. Ich kann sie mir nur später da nochmal wiederholen. So ist es ja nicht. Aber wohin jetzt mit diesen Sicherungen? Das ist ja so eine gute Frage, oder? Wo ist er denn jetzt damit hin? Die kommt hier ja nicht mal lang. Dieses Spiel ist verwirrend. Oh, wisst ihr was? Ich habe erstmal wieder genug aufgenommen, finde ich. Also ich gehe dann doch nochmal zurück mit dem... Ich stolper gar nicht. Wieso stolpern denn nicht? Wir machen einfach mal nächstes Mal weiter auf Crawl 4, würde ich sagen. Ne? Ich habe jetzt schon wieder ziemlich viel aufgenommen. Und es sind viele lustige Sachen passiert und ich denke mal, du kannst... Vergesst es. Es ist 11 Uhr, müsst ihr wissen. Zeit zum Aufstehen, warum auch immer. Warum habe ich den Wecker auf 11 Uhr gestellt? Ach, Mann. Meine Güte, ey. Das ist so, okay. Genug Verwirrung. Genug Verwirrung. Da muss ich halt noch weiterspielen. Da muss ich halt den nächsten Speicherstand finden. Und der ist wahrscheinlich kilometerweit jetzt entfernt, wa? Oh, Mann, oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Wo gehen wir denn mal lang? Ups. Entschuldigung. Das macht man nicht. Ich habe ja nur noch den Weg hier, den ich lang gehen kann, oder nicht? Aber wie komme ich denn... Wie komme ich denn auf anderen Wege wieder zu diesen Orten, wo ich vorher war? Ich brauche die... brauche die Fuses. Wie sieht's denn aus, Matt? Es ist jetzt gerade eine kleine Überlegungsstunde. Es tut mir leid, wir verschwenden gerade sehr viel Aufnahmezeit, ich weiß. Oh, was machen wir denn jetzt mit unseren tollen Sachen? Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt überhaupt hingehen soll, mein lieber Freundschaftskreis. Ich kann mal versuchen, was ich jetzt gerade so im Kopf habe. Ich versuche einfach mal das hier.
Und nochmal. Okay, geht nicht. Und hier? Okay, geht auch nicht. Und hier? Kann ich dich kaputt machen? Okay, auch nicht. Alles ist super stabil. Na, denn dann schlagen wir uns den Gedanken aus dem Kopf. Ich dachte, vielleicht kann ich hier irgendwas totschlagen und irgendwas aufschlagen. Kann hier irgendwas aufschlagen? Nee. Ich suche jetzt mal nach instabilen Gegenständen oder allgemein nach Sachen, die etwas rostig oder so aussehen. Aber die Sicherung haben wir. Wir haben nur nicht. Und das steht fest. Wow, the flare is burned out. Wir haben nur nicht den anderen Kram. Nee, da will ich glaube ich gar nicht lang gehen. Nee, da kam ich ja von. Nee. Das könnt ihr mir mal. Also da an der Flare sieht man, dass der Doktor damals auch eine Flare mitgenommen hat, um da durchzugehen. Heißt, den Kerl, den wir da gehört haben, das war der Doktor gewesen. Nochmal ein paar Pistolenmunition, die habe ich auch nochmal gefunden. Geil, ne? Sieht doch mal richtig gut aus von der Munition her gerade. Das ist doch schon mal ein kleiner Vorteil für uns. Das müsst ihr, da könnt ihr euch auch schon mal ein bisschen drüber freuen. So, Tor won't budge. Isn't this where I came from? Muss ich vielleicht einfach... Das ist das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen kann, dass ich hier runtergehen soll. Ich meine, da komme ich ja an sich nicht da. Ich weiß nicht, wo ich weitermachen soll. Ich brauche einen Speicherort, das brauche ich. Auch in wie war ein Ort zum Speichern? Ich gehe jetzt einfach mal hier runter. Und guck mal, was hier passiert, aber... Ich brauche einen Ort zum Speichern eigentlich. Was soll's. Ich gehe einfach runter und guck mal, was hier passiert. Bestimmt werde ich gleich aufgefressen von irgendeinem Monster oder so, aber... ich habe keine Ahnung, wo ich hingehen soll. Und diese Fuses brauche ich doch eigentlich noch. Was ist das für eine Tür? Ja, so geht's natürlich auch. Gut. Das hat ja alles funktioniert, ne? Ich meine, ich kann mich nicht beschweren. Ich bin jetzt hier und... Mann, wenn das alles immer so einfach wäre. Oh mein Gott, ey. Das war ja echt gruselig gewesen, ne? So, Sicherung rein. Volle Ladung. Eine Sicherung kommt hier rein. Und eine Sicherung kommt hier rein. So, mein lieber Zug. Wir können fliehen. Das ist das, was wir machen können. Fliehen können wir. Boah, dann fahren wir mal, ne? Was soll schon großartig passieren? Wieso fährt der Zug eigentlich von alleine los? Ja, schon darüber sollte man sich Gedanken machen. Jetzt sitzt er wieder im Zug und fährt. Wie in der Anfangssequenz. Déjà-vu. Weiß nicht, ob das gut ist. Scheiße. Ich habe in den Patch-Notes was gelesen. Ich hatte im Patchnotes irgendwas über den Zug gelesen. Dass irgendwas passieren wird. Back to the train. Sitting here like a fool. Feels like it was just a few seconds ago I was traveling here. No. Think straight. I got hit by a car. Woke up. And these things have been trying to kill me since. I mean, what is actually happening with me? Mom keeps telling me to get home, but why? How would that solve any of the crazy shit I've seen? I can't even contact the police here. Everything is just... fucked. Fucked! Could it be that I'm just... hallucinating? Bingo! No, seriously. Am I? Bingo! Or is there something else? Nein! Doctor guy. Oh, he is crazy, all right. Well, could he have done something to me? Seeing as he wears a gas mask. Or is all this just not real? Man weiß es nicht. I'm confused. I'm just very
confused. Verständlich. So many questions, but no answers. Doch, du bist bekloppt im Kopf. Ja, dann nehmen wir einen Zug. Also dann nehmen wir im Zug seine Ruhe, wa? Haben wir hier nicht irgendwo speichern? Ach, scheiße. Man lässt mich einfach nicht speichern. Hier, laden wir nach, Kollege. Lieber ein volles Magazin jetzt. Okay. I want my feedback. Ganz locker. Wir machen nächstes Mal weiter hier im Zug. Und dann wird die Party abgehen. Ich weiß, dieser Zug soll echt... Zwar ist das schon ein Highlight sein. Ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen, was hier jetzt passiert. So, wir sehen uns nächstes Mal. Warum auch immer. Verstehe. Interessante Leute hier. Echt cool. Korrekt. Ja, und mit diesen Worten verabschiede ich mich dann jetzt von euch. Und, ja, hören uns dann einfach nächstes Mal bei dem nächsten Projekt. Und, ja, mal gucken, was jetzt passieren wird bei diesen lustigen Zug-Dingsbums. Man weiß ja nie. Mein Bruder ist total verschnappt und ist gerade aufgestanden und das ist vielleicht auch ganz gut so. Denn wir alle haben genug zu tun. Immerhin, vielleicht hat der Wecker ja gerade für ihn geklingelt, der bei mir geklingelt hat. Man weiß ja nie.